Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Wir machen weiter mit der Prüfung der Abenteurer und der sequentiellen Prüfung Nummer 4. Herausforderung Reihe, nicht Reihe 1, ich bin schon von den Errungenschaften geprägt. Herausforderung 1, kritischer Home Run. Nutze Beidous Elementarfähigkeit, um den Ball zu schlagen und Punkte zu erhalten. Während der Herausforderung können die Truppenmitglieder keine Standardangriffe, heftigen Schläge, Angriffe aus dem Fall oder Spezialfähigkeiten anwenden und die Ablenkzeiten aller Truppenmitglieder werden reduziert. Und die anderen beiden, die hatten wir tatsächlich schon. Wir haben super schnell einen Hattrick, diesmal anscheinend mit Jean und mit Pyro-Gegnern, aber vom Prinzip her hatten wir das Ganze schon. Und türkiser Tsunami hatten wir auch schon mit Sayu, jetzt mit Ayaka. Also, das Prinzip von den Spielen ist gleich geblieben, nur die Figuren wurden ausgetauscht. Genau wie bei Razor und bei Noel. Genau. Heißt sie eigentlich wirklich Noel? Ich weiß nicht mehr, was ich am Anfang gesagt habe. Ich habe am Anfang habe ich irgendwas gesagt. Vielleicht Noelle, ich weiß es nicht mehr. Und da ist mal jemand komplett ausgerastet, weil ich es falsch ausgesprochen habe. Der wird zwar meine Videos eh nicht mehr schauen, aber wer weiß. Ah. Wow, was zum Teufel? Was zum Teufel? Ich weiß nicht mehr, was ich treffen muss. Ich verstehe, glaube ich, wie beim Baseball musst du ihn richtig erwischen. Aber bei den Dingern scheint es egal zu sein, wann ich sie treffe. Es scheint wirklich nur um die Goldenen zu gehen. Alter, was zum Teufel? Es ist halt irgendwie unmöglich zu predikten, wo der Goldene kommt. Ich will zumindest mal einen treffen. Jetzt. Oh, ich habe ihn getroffen. Aber das ist ja dann gar nicht wie beim Baseball. Der fliegt ja gar nicht zurück. Ich habe ihn wieder getroffen. Na, es ist egal, wann du ihn triffst. Er fliegt nicht zurück. Er ist ja langweilig. Ich dachte, man kann hier legit einen Home Run schlagen. Oh! Oh, jetzt habe ich ihn gleich nicht getroffen. Ja, man kann halt einfach stehen bleiben. Was zum Teufel? Man muss sich gar nicht bewegen. Wenn du einfach hier an dieser Stelle stehen bleibst, triffst du jeden Ball. Hä? Was ist das denn? Was ist das denn? Uff. Also das hätte, glaube ich, richtig Spaß machen können, wenn sie es wirklich wie beim Baseball gemacht hätten, dass du den Ball zurückschlägst. Ich verstehe jetzt ehrlich gesagt den Sinn davon nicht, weil wow, die Bälle nähern sich dir und du drückst E und dann machst du die Bälle kaputt und kriegst Punkte. Es wäre viel interessanter, wenn du quasi die E so timen musst, dass du den Ball möglichst weit schlägst, wie beim Baseball halt, und dann halt, ja, bestenfalls einen Homerun halt machst. Also, verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz den Sinn davon. Oh, das zählt nicht. Oh, okay, das ist ein Problem. Mist. Das gibt's ja nicht. Mist. Ach, das gibt's doch nicht. Dass das nicht zählt, ist aber frech. Weißt du, musst du dann wieder davor prügeln und dann musst du ihn reinhauen? Das hat nicht gereicht. Ich glaube, diese Linie ist ein ganz guter Indikator. Aber das wird viel zu weit. Ach Mann, bin ich schlecht. Das reicht halt auch nicht. Das ist doch... Ach, das ist doch... das ist doch voll bescheuert, Mann. Ja, das macht doch keinen Spaß so. Meine Güte. Mist.
Kannst du die Viecher halt einfach schieben. Jetzt habe ich den Großen reingehauen, aber den Kleinen nicht, den ich mir zurechtgelegt habe. Ah. Ja, ist halt blöd, dass es mit ihrem heftigen Schlag nicht geht. Ich bin halt auch einfach kein Gene-Experte. Ich spiele sie halt legit auch nicht. Aber mit der Fähigkeit scheint es ja nicht zu gehen, also mit dem heftigen Schlag. Das finde ich sehr belastend. Das würde wieder nicht gehen, oder? Doch, bei dem Großen geht's. Okay, also bei dem Großen reicht eine Double-Combo und dann Elementarfähigkeit. Oder in dem Fall sogar einfach nur die Elementarfähigkeit. Oder auch nicht. Meine Güte, das dauert halt viel zu lang. Ach, aber ich bin das Problem leider. Okay, der geht rein, wenn ich ihn treffe. Der sollte auch eigentlich reingehen. Das war unnötig. Ach, ihre Spezialfähigkeit hätte man auch aktivieren können. Ich weiß gar nicht, was die macht. Ja, doch, ich glaube, sie zieht Gegner ran oder so. Ah. Ja gut, das müsste rein theoretisch einfach sein, weil das kann Ayaka einfach so, ohne Reaktion. Sayu konnte das ja nur mit der Kryo-Reaktion. Ayaka müsste es eigentlich einfach so können. Wenn ich mich richtig erinnere. Na ja, genau. Ich habe alle eingesammelt, aber es hat nicht gereicht. Scam. 6 Minuten, das ist meine schlechteste Zeit. Aber gut, das mit dem Gene, das war natürlich kompletter Fail. Ja, naja. Danke euch trotzdem fürs Einschalten. Morgen ist der letzte Tag von dem Event, da muss man aber ein bisschen mehr machen. Falls das alles morgen schon geht. Ich sage auf jeden Fall danke euch fürs Zuschauen. Hol mir 60 Yogesteine ab. Und wir sehen uns beim nächsten Mal mit Genshin Impact. Haut rein. Ciao, ciao.